Liebe Leute, wir spielen zweiter Stream auf Twitch, Millennia, endlich mal in einer Version, die ich euch bis zum Ende zeigen darf, alle 10 Zeitalter. Wenige Wochen vor dem Release, wünsche euch dabei viel Vergnügen hier. Zweiter Stream auf Twitch, ich zeichne euch für YouTube. Alle Leute, die neu live dabei sind, ihr habt nichts Entscheidendes verpasst, wir haben eine Startstadt, deren Standpunkt konnten wir auch nicht wählen, haben einen Vorort daneben gesetzt, wir haben Bodopolis und Buliris, wir spielen mit Ägypten. Und haben den Ägyptern den Bonus gegeben, dass die Grenzen unserer Städte etwas schneller sich ausdehnen. Und ziehen wir ein bisschen hin und zurück. Hier vorne haben wir einen Siedler und einen Krieger. Hier vorne auch einen Krieger. Und wir hatten darüber gesprochen, hier links eine Stadt gründen zu wollen. Irgendwo hier vorne. Denn hier sind viele Berge, hier sind viele Ressourcen. Das sind Flüsse. Flüsse bringen oft auch noch weitere Ressourcen, die man später entdeckt. Achtung, das ist in der Nähe der Nachbarn, der Perser, die werden darauf sehr verstimmt reagieren. Die haben anfangs viel mehr Militär als wir. Andererseits will ich mich von denen natürlich... Ach, die haben schon zwei Städte nebeneinander. Das hier ist, glaube ich, ein Vasall. Oder ist das deren erste Stadt? Ich weiß es nicht genau. Die haben zwei Städte, ja. Also wenn wir uns nicht zumauern lassen wollten... Wir spielen mal offensiv und ziehen hier rüber und bauen da eine Stadt. Da gehen wir hin. Und das ist ein Stadtstaat, übrigens auch ein relativ brauchbarer mit etlichen Ressourcen in der Nähe. Die könnten wir versuchen zu vasallieren. Und andere Stadtstaaten sehe ich im Augenblick keine in der Nähe. Da können wir nachher im nächsten Zeitalter einen Gesandten hinschicken und die dann umdrehen hier. Mit denen wollten wir noch weiter das Geländer aufdecken. Hier unten kommen wir einmal rum. Speer sind etwas flinker unterwegs, haben etwas mehr Reichweite. Wir könnten noch schauen. Rein theoretisch könnte ja eine könnte es ja noch sehr weit weitergehen. Mein Tipp wäre, das ist die Ostküste eines Kontinents. Es kann allerdings auch anders sein, dass es hier super spannend ist, aber wir müssen mal irgendwie pokern und wir ziehen mal hier oben lang. Guten Abend in die Runde hinein. Und den... Oh, die greifen uns gleich an. Da müssen wir ein bisschen rumtricksen. Ach, ich habe mich eben verguckt. Das ist nur ein Vorort, das ist ein Weiler und das ist die Stadt. Und das ist eine richtige Stadt. Das ist eine Stadtstadt mit 4 Einwohnern. Das ist kein Vasall. Die haben also Kulturdruck hier, richtig. Den wollten wir einmal ausheilen lassen. Und der Krieger kann auch die hier erstmal begleiten. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Eine Runde weiter. Wir haben Bevölkerungswachstum in 4 Runden hier. Hier haben wir einen Produktionspunkt drin. Wir brauchen Dolmen. Dolmen ist in 2 Runden fertig. Gibt uns einen einmaligen Einflussschub, durch das viele neue Geländefelder einmalig dazukommen werden zu der Stadt. Und eine höhere ründliche Einflussproduktion, das heißt, die Grenzen dehnen sich schön aus. Und wenn wir den eins runterziehen würden auf Grasland, hätten wir in 3 Runden den nächsten Bürger. Und hätten immer noch in drei Runden die Dolmen. So in 2 Runden. Wir machen das mal in 2 Runden hier. Ich wüsste schon gerne, was hier demnächst dazukommt. Im Augenblick kann man nur 3 Einheiten stapeln, Tvari in einer Armee, aber das entwickelt sich durch Technologien immer mehr und immer mehr. Die Armeen werden immer größer und das ist auch von großer Relevanz, weil die Gegner auch gerne in vollen Stacks herumlaufen und wenn man mit einer Armee auf einen Feind trifft, entscheiden in der Regel 2 Dinge. Zum einen die Größe der Armee und zum anderen deren technologischer Fortschritt. Ah, hier sind Barbaren. Hier wollen wir auch noch alles ein bisschen aufdecken. Das sind Barbaren, von denen können wir nur wegrennen. Ah, wir können... Jetzt killen die uns gleich. Wie doof ist das denn? Weil wir haben keine offenen Grenzen hier. Und die kriegen wir auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Kann sein, dass der Speer gleich futsch ist, das ärgert mich gerade etwas zu. Haben wir halt offensiv gespielt.
Hier oben ziehen wir mal hin. Mit dem Kollegen hin. Ein Dolmen, Rindkoran, sei ein großer, unbehauener oder behauener Steinblock, aus dem ein Grab gemacht worden sei. Aus Tragsteinen, Deckplatten. Und Rindkorane formuliert das so blitzgescheit, dass ich vermute, dass es ein Copy-and-Paste-Wunder ist. Leg bitte jetzt ein Geständnis ab, junge Frau. Leg jetzt ein Geständnis ab, danach geht's dir besser. Verlass dich drauf. Dann fällt dir eine Last vom Herzen. Ja? Einmal hier aushalten, bitte. Ja, im Grunde, ja, ne, das, was Obelix macht, nein. Ja, also Obelix macht Hinkelstein und aus mehreren Hinkelsteinen macht man dann einen Dolmen. J.C. Miwa, wow, auf Stufe 2 abonniert. Heftig, danke dir fürs 43. Ja, offensiv ist mein zweiter Vorname. Danke für die moralische Unterstützung. Liebe Leute, J.C. Miwa abonniert nicht nur, sondern bedankt sich und grüßt auch unsere Chatmods und lässt ihn ein bisschen feiern hier. Hyderabad, das sind die Inder. Jetzt hat man die auch kennengelernt. Ah, die sind auch etwas besser und klüger als wir. Werden doch relativ früh eingeengt. Wir müssen gucken, dass wir schnell Städte gründen. Mhm. 32 Hell, na, danke fürs 22. Abo hier. Viel Spaß zurück beim Zocken und Zugucken und beim Zugucken von Zocken. Und auch von dir ein Gruß an die Mods hier. Ja, da ist ein Speer gerade draufgegangen. Wir kommen in ein Zeitalter, also eine andere Fraktion schaltet ein Zeitalter frei. Das ist leider ein bisschen verwirrend gelöst. Aber ein Teil der Sachen, die, wenn irgendeine Fraktion ein Zeitalter erforscht, dann wird ein Teil der Sachen, die damit freischaltet, für alle freigeschaltet. Und außerdem liegt diese Fraktion für alle fest, welches Zeitalter man selber überhaupt noch erforschen kann, nämlich nur noch dieses. Darüber hinaus hat ein Zeitalter allerdings auch mehrere Merkmale, von denen man als die Fraktion, die es nicht erforscht hat, erst dann profitiert, wenn man das Zeitalter selber auch durchgeführt hat. Und das ist zu Beginn unfassbar verwirrend, das so sich zusammenzureimen, wie das jetzt hier genau funktioniert halt. Ne? Achtet zum Beispiel hier drauf, neue Nationalgeister freigeschaltet steht hier. Haben die Inder getroffen. Und hier würden die Nationalgeister stehen und die sind nicht freigeschaltet. Dass dagegen jetzt schon Kriegslords auftreten können, ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt schon überall auftaucht. Weil, wie sollen die das sonst balancen? Die können nicht sagen, als Belohnung dafür, dass jemand das Zeitalter bekommen hat, als erster hat nur der mit Warlords zu kämpfen. Und das ist echt ein bisschen undurchsichtig gelöst einfach hier. Wir haben zeitgleich freigeschaltet, dass wir Bogenschützen bauen können und dass wir auch den ersten Bogenschützen bekommen. Und wir bekommen ein paar Militär-XP bekommen. Jetzt können wir das ja weiter erforschen und bauen. Ein Gebäude, das einen Wissenspunkt mehr gibt, aber wir haben mehr. Vertraut mir meinen Worten, wenn wir jetzt schon in das Zeitalter der Bronze gehen, weil die Bonusse, die wir da bekommen, sind weitaus mächtiger als ein Gebäude hier freischalten. Das kann man nachher sich immer noch holen hier. Ist der Bogenschütze. Ich würde gerne hier oben rein und durch. Nächste Runde ziehen wir hier oben rein. Und hier war der Kampf und ich zeige es wirklich nur einmal pro Stream. Und kommentiere es auch nicht. Man kann es beschleunigen bis zum Ende. Oder man kann es dann auch skippen, aber man kann nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht einstellen, dass es diese Filme nicht gibt. Also wenn man selber einen Angriff durchführt, also selber der Aggressor ist, dann gibt es die Filme immer. Wird man angegriffen, dann ist man nicht gezwungen, sich die anzugucken. Die Filme sind nicht vollkommen sinnlos, weil die geben einem auch auf eine relativ leicht konsumierbare Weise Feedback dafür, wie diese Kämpfe stattfinden. Also wer in welcher Reihenfolge zieht oder... Ne, aber das sind alles Infos, die kann man auch nachlesen. Also man kann auch nachlesen in der,
in der Enzyklopädie, wie die Kampfregeln sind, dass Fernkampfeinheiten zuerst schießen, dass Tanks, wenn die in der ersten Reihe stehen, erstmal angegriffen werden müssen, dass ganz am Ende erst die Kavallerie zieht und dass sie sich immer die schwächsten Gegner raussucht, dass die auch Moralschaden zufügt und so weiter. Vivis Tvari schreibt, eine absolut geniale Animation. Oh, fürs Jahr 1993, ja. Beckenbauer auf Rummenigge. Ach so, falsches Spiel, meint ein gewisser North Bullmann. Ja, also man kann drüber spötteln. Ich weiß, es ist so einfach. Ich will jetzt deshalb keine Witze drüber machen, weil darüber Witze, es ist einfach nur eine Steilvorlage. Das ist wie ein Fußballer, der steht direkt vorm Tor und dann hat man irgendwie einen Mannschaftskollegen und der dribbelt sich an 8 Gegenspielern vorbei und spitzelt einem mit letzter Kraft den Ball zu und man muss nur die Pike hinhalten. Dann macht man keinen Torjubel mehr. Dann feiert man den. Na, also. Hier bitte ausheilen. Das sind die Nachbarn. Ja, die werden versuchen, die zu bekommen vor uns hier wahrscheinlich. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber das ist ein Vasall. Schaut mal da. Integration, Hydro. Ach, das müssen. Doch, das sind die Inder. Wir haben die Inder getroffen. Die haben hier raus. Das ist, glaube ich, eine eigene Stadt, die die selber gegründet haben. Bitte sagt, dass das hier kein Siedler ist. Es ist noch ein Siedler. Die ziehen jetzt runter und gründen gleich noch eine Stadt. Das ist dieser Schwierigkeitsgrad hier. Dolmen haben wir geschafft. Ein extra Schritt. Wir gehen auf noch einen Bogenschützen. Nee, die Bogenschützen bauen wir. Nahrungsvorrat. +3 Nahrung in jeder Stadt. Noch mehr Regierungs-XP-Punkte, damit man schneller den nächsten Siedler hat. Würde ich sogar noch vorher machen. Oder jede Menge Improvement Points bekommen durch Lehmgruben. Und die Bürger, die dort arbeiten, produzieren keine Nahrung und die dadurch durchfüttern, dass man ein Nahrungsgebäude hat. Im Augenblick produzieren wir 2 pro Runde. Ich glaube, im nächsten Zeitalter gehen die 2 Regierungspunkte pro Runde auf 1 runter. Bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Aber ich befürchte das ja. Deshalb könnten wir auch auf das Stadtzentrum gehen. Wir gehen mal auf das Stadtzentrum hier. Und hier wollen, vorne wollen wir gleich die Stadt gründen, genau. Und eine Runde weiter, bitte. Ja, man muss von der KI nicht zugebaut werden, Jack, aber ich will das so, weil ich spiele auf dem Schwierigkeitsgrad Großmeister. Und also, weil ich will mal sehen, ich will das Spiel, ich will mal sehen, was das Spiel maximal kann. Wenn man wirklich sagt, hier quält mich bitte. Und die Stadt würde ich gerne gründen. Wir machen erstmal ein. Ich ziehe doch schon mal vor, wenn wir mal ein bisschen aufdecken, weil ich will sehen, ob die KI vor uns hier eventuell eine Stadt gründen will. Hier gründen und danach hier rechts die nächste Stadt machen. Das könnte ich mir vorstellen. Oder hier drin. Oder hier hin und die nächste Stadt dann am Rhein, die nächste Stadt wird dann schwierig zu bauen. Also das kann man machen. Erster Ring wird dann umbaut und dann kann man relativ früh die nächste Stadt, den nächsten Vorort machen. Der müsste dann 2 Felder entfernt sein. Man darf das nicht auf solchen Ressourcensymbolen bauen. Also wenn man hier eine Stadt hat, könnte man hier zum Beispiel eine hinsetzen. Wir decken mal auf, was hier unten ist gleich und schicken da nochmal ein Scout hin. Und dann geht's eine Runde weiter wieder. In eine Runde der nächste Bürger. Bestens. Achtung, wir verzichten im Augenblick auf das Nutzen der Improvement Points. Die Dinge klicke ich alle weg, weil das weiß ich selber und kann es euch erklären. Und hier will ich gerne rauskriegen, was hier unten ist. Der Dreier Sichtweite. Gut, dass wir geschaut haben. Also hier ist ein Berg. Berge kann man in der Regel gar nicht nutzen. Ganz spät im Spiel gibt es vielleicht Möglichkeiten. Ansonsten kann man da nichts drauf machen. Das heißt, wir könnten mit dem Siedler. Hierhin, erster Ring.
Und dann im zweiten Ring hier hingehen. Da kann man hier zwei Berge freischalten und hier noch weiteres. Und hier gehen wir nach unten hin mit der Bolopolis aus. Und falls sie uns nicht zubauen, nach oben hin noch mit den ersten beiden Städten. Und hier machen wir eine nach links und eine nach rechts. Also wenn wir hier vorne gründen, genau, das sollte klappen. Und wichtig ist, Städte kann man mit Stadtmauern schützen, aber nur die Hauptstadt, also die Regionalstadt selber, diese kleinen Weiler, da kann man keine Verteidigungsanlagen mehr bauen. Deshalb würde ich als Tipp euch schon mal geben, wenn man eine Grenzstadt hat, dass man die Weiler, die Vororte baut auf der dem Nachbarn abgewandten Seite. Also lieber die Stadt nach links gebaut hierhin, weil wenn man hier durch will, muss man erstmal an die Hauptstadt selber schwerer zu knacken und den ersten Vorort lieber rechts dann, wo die nicht so schnell hinkommen. So rum würde ich es machen. Aber eine Stadt in den blauen Umrissen sei. Hier ist eine Stadt in blau. Ja, hier links ist eine, genau. Da hatten wir gerade drüber geredet. Ah, ich habe auf eine Runde beenden schon geklickt. Ich habe mich ablenken lassen. Ich glaube, da war noch irgendwas. Ja, am Ende werden wir auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad vergleichen. Hier wurden wir angegriffen. Wahrscheinlich von einem einzelnen Feind. Warum er erst nicht sofort bis zum Ende springen kann, sondern ein bisschen abwarten muss, weiß ich nicht. Einen umgebracht, ein Krieger leicht verwundet. Und hier müssten wir jetzt den dritten Bürger haben. Das ist sehr schön. Da bauen wir gleich. Und jetzt gründen wir hier unten eine Stadt. Ich will noch gucken, was hier unten ist. Noch mehr Barbaren, okay. Hier drauf, da gründen wir. Mit ihm kann man dann nach oben hin weiter durchscouten. Oder wir fangen an mit zwei Scouts zu scouten, die wir übereinander stacken. Oder wir schicken einen hier unten noch hin. Das sind alles so Möglichkeiten, die wir haben. Ein Barbar. Und dem können wir nur entkommen, indem wir zurücklaufen würden. Aber ich lasse uns notfalls angreifen und ziehen da oben hin weiter. Jetzt haben wir hier den dritten Bürger. Wir hätten gerne möglichst schnell den vierten und können, wir haben ja relativ wenig Improvement Points. Wir haben ein Jagdlager und mittlerweile können wir jetzt, glaube ich, auch eine Lehmgrube mal anschließen. Ja? Hier vorne, das können wir mittlerweile machen, das ist eine Weizenressource und wir haben mittlerweile freigeschaltet die Bauernhöfe. 12 hier drauf. 12 Improvement Points, da werden zweimal Weizen erzeugt. 6 Nahrung auf einem Feld, das ist das Coolste, was wir bislang haben. Und wenn wir das machen, dann können wir auch eine Lehmgrube jetzt durchfüttern. Die setzen wir hier daneben hin. Schauen uns das hier oben einmal an. Alle Bürger sind auf den dreien mit den Lagern drauf. Und wir haben das Maximum an Nahrung, mehr als 200% Nahrungserfüllung. Geht gar nicht. Wir bekommen durch die Lehmgrube einen Produktions- und einen Verbesserungspunkt für Modernisierung. Das Jagdlager ist so ein bisschen so eine basische Geschichte und hier auch noch etwas Nahrung. Wir könnten sogar schauen, ob wenn wir das hier rausnehmen, in die Produktion reingehen würden, setzen wir den nächsten Bürger in 6 Runden. Und so in 4. Das ist ein Unterschied. Wir machen mit dem Jagdlager weiter hier. Ja. Tvari freut sich, dass man keine Handwerker für Modernisierung baut, sondern dass man das so über einen Pool macht. Ich finde das auch okay. Ja. Ist so eine kleine Umstellung irgendwie, ne? Da ist leider hat gerade schon wieder ein Speer ins Gras gebissen und das ist echt doof. Weil dadurch haben wir leider jetzt, da müssen wir neue produzieren. Wir brauchen Sicht. Wisst ihr, was wir machen? Wir haben ja hier vorne. Einen Solo-Speer. Hier. Was ist das für eine Gruppe hier? Die wollen auch eine Stadt gründen hier, vor uns. Nee, das sind wir. Das sind wir.
Und das ist unser Siedler. Alles klar, ich dachte schon, um Gottes Willen, war der Feind noch eine Siedler. Und jetzt gründen wir hier die nächste Stadt. Und wir errichten, das ist die Besonderheit, erstmal ein Stadtstaat, also ein Vasallenterritorium. Und die generieren jede Runde eine bestimmte Anzahl von Punkten, von Integrationspunkten. Das sind in dieser Spielphase 2 pro Runde. Und wenn die 15 Punkte haben, wenn das Vasallometer voll ist, dann können wir, in 8 Runden ist der Fall, eine bestimmte Anzahl von Regierungspunkten, das ist dieselbe Anzahl von Punkten, die man auch braucht, um Siedler zu produzieren, ausgeben, um zu sagen, eigene Stadt, die wollen wir jetzt verwalten. Man kann haufenweise Stadtstaaten oder Vasallenstaaten bauen und kann die Karte damit zupflastern. Man bekommt geringe Erträge auf das, was die machen. Die kann man ein bisschen dann steigern, wenn man sich auf viele Vasallenstädte spezialisiert. Da kann man, was weiß ich, bestimmte Nationalgeister oder Spielstile annehmen, die einem da helfen. Das habe ich aber noch nie richtig ausprobiert. Ich bin lieber ein großer Freund von selber Städte bauen. Problem ist, es ist dieselbe Ressource. 25 Regierungspunkte dafür und 33 Regierungspunkte für den nächsten Siedler. 36 sogar, und wir müssen eine Entscheidung treffen, was wir wann machen. Ob wir fremde Städte in der Nähe die Stadt wegnehmen können, ja. Also sie können nicht selber sagen, wir sind jetzt der Lehnsherr. Die können also, unsere Vasallenstadt können die nicht auf friedlichem Wege überschreiben, Tvari. Aber militärisch schon. Die können die Stadt erobern, das geht natürlich. Ja. Danke an MMG fürs 37. Abo und an den Wurstwasserkönig fürs 10. An Arikson fürs 3. Abo. Grüßen euch alle drei hier. Ich bin ein Do-It-Yourself-Regent, genau. Die bleiben mal hier. Und ja, ich hätte eigentlich gerne einen Bogenschützen hier drin, falls die von links kommen und Unfug stiften, aber geht nicht. Manchmal sieht er so Straßen. Straßen entstehen automatisch. Und zwar entstehen die zwischen Orten, Außenposten oder Weilern, sofern die, ich glaube, maximal 3 Geländefelder voneinander entfernt sind, wenn ich mich richtig erinnere. Dann entstehen Straßen. Wenn die weiter auseinander sind, das nicht. Man kann selber später mit Pionieren Außenposten gründen und könnte die so platzieren, dass die immer in dem passenden Abstand zwischen zwei Städten sind, dass dann Straßen entstehen können. Aber wenn die Städte sehr weit auseinander stehen, dann ist das schon gar nicht so einfach, eine Straßenverbindung zu ziehen. Ich würde gerne einen zweiten Speer noch dazu nehmen. Wir haben nur noch einen, den ziehen wir sogar vor, damit wir überhaupt weiter scouten können. Ja. Und fragt mich nicht warum, ich muss euch leider erklären, aber man kann Bauschlangen machen. Also wenn man ein Gebäude anklickt und danach mit gedrückter Umschalt-Shift-Taste hier drauf klickt, hat man eine Bauschlange. Warum das hier nicht erklärt ist, dieser simple Trick, weiß ich nicht. Ich habe es durch Ausprobieren herausbekommen halt. Wenn man es mal in dieser Reihenfolge hier. Hatte ich das gerade nicht Garnison genannt? Nee, das ist die Garnison. Und die nennen wir nochmal Garnison hier. Mit dem Speer würde ich eigentlich gerne zurück und mich mit dem hier vorne erstmal vereinigen. Können wir weitere Regierungspunkte sammeln oder sagen, wir investieren die Stadt in einen Siedler oder in die Vasallierung in plus 1 Wissen im globalen Pool oder einen Verbesserungspunkt. Aber ich würde tatsächlich lieber da reingehen. Es gibt nur einen guten Grund, das zu machen, der Bonus hier vorne. Also man könnte sagen, man spart an, weil die 2 Kultur pro Runde, das ist sehr viel. Wenn wir hier auf das Kulturmeter mal schauen wollen, dadurch in dem Augenblick, wo wir eine weitere Stadt integrieren ins Reich, also eine Vasallenstadt wirklich als eigene Stadt verwalten, bekommt man eine Strafe, eine Kulturstrafe. Mit jeder weiteren Stadt eine umso größere. Und es kann dann schwierig werden, Kultur zu erzeugen. Andererseits haben diese Gebäude auch selber, diese Städte auch selber so Basisverwaltungsgebäude, Gratisgebäude. Das gleicht das ein bisschen weiter aus danach. Ja, es gibt ein tolles Tutorial, das klicke ich nur die ganze Zeit weg.
Es gibt kein Schritt-für-Schritt-Tutorial. Mach dies, mach jenes, Testpartie, das gibt's nicht. Es gibt diese Lexikons, die aufploppen, aber ich finde die sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ich kritisiere ja viel rum, aber das finde ich cool. Hier wurden wir angegriffen. Haben erfolgreich widerstanden. Wer hat uns angegriffen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ein einzelner Barbar. Das sind vier Milizen. Das sind die Gratis-Einheiten, die in jeder Stadt drin sind und mitkämpfen. Die werden allmählich stärker mit jedem neuen Zeitalter, in das man reinkommt. Also das ist auch eine Motivation, ein neues Zeitalter freizuschalten durch Forschung und da reinzukommen, weil die Milizen stärker sind. Die Milizen machen sowohl die Grund-, die Regionalstädte, als auch die kleinen Weiler. In den Weilern gibt es weniger. Jeder Weiler stellt ein paar Milizionäre hier für die Hauptstadt. Mit dem wollten wir ja weiter rausziehen. Begrüßt mal Vic ganz freundlich, der kommt gerade rein mit seinen Leuten. Und wieder eine Runde weiter hier.